Hier sind Hier sind keine keine Wölfe. Wölfe. Warum wollt ihr die nicht, wenn hier Wölfe sind? Weiß ich nicht. Die Gobliner hat irgendwas mit Wölfen gesagt. Hier riecht es überall nach Blut. Jetzt, wo sie ihn rausgenommen hat, dann. Die Wölfe finden meine Spur. Ich muss mindestens einen Tag zurücklaufen. Die erwischen mich. Hakon, gibt es hier Wölfe? Ich würde mich mal umgucken, ob ich irgendwie Spuren sehe. Also wenn du jetzt nach Wolfsspuren suchen willst, dann musst du tatsächlich vielleicht eine Stunde oder 2 Stunden dann Nee. jagen gehen. Nee, hier gibt's sicherlich keine Wölfe. Na, ich glaube auch, wenn sein Fuß verletzt war, dann ist er vielleicht einfach nur dadurch gestorben, blöd verknickst und so passiert. Ja. Naja, jetzt ist er ja leichter und so. Kann ich den Rest jetzt mitnehmen oder? Ja, ich würde vorschlagen, ja. Er überlegt noch, ob er kurz irgendwie Gedärme oder Innereien wieder zurückstopft, lässt das dann aber auf dem dampfenden Haufen liegen und schleift dann einfach nur weiter und nickt dann. Willst du die Haut auch haben? Das Fell, willst du das jetzt abziehen? Ja. Okay, dann Oder mach. brauchst du das? Also ich würde es halt schon nehmen, so, aber ich habe den Hirsch ja auch nur gefunden, ne? Ich habe den ja gar nicht. Wenn du den jetzt abziehen willst, dann nimm das Fell, ist okay. Haben wir so viel Zeit? Wie lange wird das dauern? Nicht lang. Ich schneide auch den Kopf ab. Dann machen wir das und bis dahin werde ich einen kleinen Brief aufsetzen, so eine Art Freibrief, dass ihr diesen Hirsch mit in euer Dorf nehmen könnt und ja, wer damit ein Problem hat, der soll sich mit mir anlegen. Wie hört sich das an? Ja, währenddessen hat Goggle-Moggle wohl so eine kleine Knochensäge rausgeholt und mit einem ekelhaften Knirschen sägt sie den Kopf ab. Hoho, der wird sich gut machen auf meiner Kappe. Du versuchst so ein bisschen dieses Schriftstück aufzusetzen, aber dieses ekelhafte Flatschen mit diesen Hautlappen, die sie jetzt Stück für Stück rausschneidet, immer so kleine handtellergroße Stückchen. Nee, also normale Jäger würden halt ordentlich ansetzen und dann ein riesiges großes Fellstück rausholen. Aber sie schneidet das in viele kleine Stücke, die sie dann wieder zusammenpuzzelt und dieses ekelhafte Geräusch, wenn sie da so irgendwie irgendwann ist der Brief fertig und irgendwann ist auch der Hirsch so ein bisschen entleibt, noch ein paar Flicken, die dann noch übrig geblieben sind. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat, aber Goblins machen das wohl so. Ja, genau so muss das. Das trocknet so besser. Ja, die Schlacht habt ihr gewonnen, würde ich sagen. Okay, dann gehe ich jetzt. Ist das ekelhaft? Und wie das riecht. Geht mit Travia, aber geht. Und das war das letzte Mal. Lasst euch hier nicht wiedersehen. Den Kopf lasse ich euch hier. Dann wirft er sich den Rest vom Hirsch irgendwie blutig über seine sapschende Kleidung und versucht ihn dann so zu tragen, über seine Schultern geworfen. Travio Gor schüttelt den Kopf. So viele Probleme, aber ich meine, die Leute hier kann man verstehen. Wie viele Jahre sind sie mittlerweile hier im Kriegsgebiet, mehr oder weniger? Und die müssen schon ziemlich leiden hier. Kann man es ihnen fast nicht verdenken. Da habt ihr vielleicht recht, aber ihr seid der Baron. Ihr Ja, ich müsst weiß, Regeln auch sind mal Regeln. richtig. Aber wenn ihr sagt, dass es so in Ordnung ist, dann kann ich da natürlich nichts gegen sagen. Richtig, richtig. Und nur falls man uns fragt, ne, die Geschichte stete, er ist von selbst gestorben. Altersschwäche. Oder das verletzte Bein halt. Oder wir sagen, dass die Gobliner das gejagt hat. Das halte ich nicht unbedingt für eine gute Idee, denn die sind meines Wissens jetzt auch nicht unbedingt, Die sind naja, nicht vom in unserer Recht. Rechtsprechung mit drinne. Zum größten Teil. Ah, da müsste ich mich erstmal mit Priodor absprechen, da bin ich mir nicht sicher. Eine wollte mich mal verhauen, weil ich ihr einen Waschzuber geliehen habe.
Unverständlich. Ja. Wir sollten dann weiter, denke ich, oder? Ja, das hat uns sehr ein bisschen Zeit gekostet. Hab Dank, vielleicht finden wir einen Fluss oder sowas, wo wir uns reinigen können. Ja, dann bitte einen weiteren W20 auf der Zufallstabelle. W12. Ihr könnt den restlichen Tag geschützt durch durch das Blätterwerk vor dem Regen, der runterprasselt, gehen. Natürlich das ein oder andere Mal matschig, das ein oder andere Tier, was ihr noch erkennen könnt. Weitere Hirsche wohl nicht, aber Kaninchen, was hier und da mal im Gebüsch rumhoppelt. Und durch die ein oder andere Lichtung, die natürlich vermatscht ist, aber am Ende des Tages, kurz bevor die Sonne untergeht, könnt ihr tatsächlich den Fluss erreichen und dort dann auch eine kleine Hütte. Es ist eine Hausruine, sie ist halt nicht mehr bewohnt, aber hat wohl noch ein halbwegs stabiles Dach, sodass man wohl auch dort wesentlich besser die Zelte aufspannen könnte. Wenn ihr dann an diesem Weg, der dann wohl der Karte nach in Richtung der Drachenruine Schwarzenfels führen soll, am nächsten Tage marschieren könnt. Also das Haus könnte man jetzt richtig gut benutzen als Unterschlupf. Was meint ihr? Das Haus da vorne würde sich doch anbieten. Ich hoffe, es ist unbenutzt. Ja, oder haben wir ja, vielleicht werden wir auch eingeladen, aber sieht nicht so aus, als ob das, als ob da irgendjemand ist. Sollten wir nicht hier Rast machen? Wenn ihr es so wünscht. Also ich könnte natürlich noch weiter marschieren, aber ich denke, das wäre angebracht, oder? Wenn wir hier die Nacht verbringen. Es würde uns auf jeden Fall mehr Schutz geben. Aber bedenkt, es könnte auch sein, dass jemand anders sich diese Ruine schon ausgeguckt hat. Lasst mich mal schnuppern. Goggelmoggel reckt ihre Nase in den Wind und schnuppert mal in Richtung der Hausruine. Sinneschärfe? Ich habe herausragender Sinngeruch noch mit dabei. Habe ich mir gedacht, wusste ich. Wohl seit längerem nicht mehr. Du riechst eigentlich nur noch den Regen und teilweise sogar noch die paar Efeu-Flechten, die sich da am äußeren nach oben ziehen. Die Tür hängt wohl noch in den Angeln, also da war schon lange keiner mehr. Die ist leer. Da sind nur Pflanzen und ein bisschen Eichhörnchenköttel. Also gut, ich denke, da sind wir besser aufgehoben, als wenn wir jetzt ganz woanders das Zelt aufschlagen würden, in der Hoffnung, dass keiner uns findet oder so. Da habt ihr recht. Also gut, ihr schlagt dann das Zelt auf oder ich könnte dann schon mal Essen zubereiten. Das hört sich sehr gut an. Ich würde dann das Zelt aufschlagen, während ihr für uns kocht. Vortrefflich. Okay, dann gib mir doch mal bitte eine Kochenprobe und eine Wildnislebenprobe. Die ist natürlich erleichtert um, ich sag mal, 3 Punkte, um die Zelte aufzubauen. Und während ihr so ein bisschen in das Haus reingeht und drumherum nachschaut nach irgendwelchen Kräutern oder sowas, da kann Goggelmoggel im hinteren Teil des Hauses erkennen, wie da wohl noch ein Garten angelegt worden ist. Der ist zwar schon zugewuchert, aber du kannst noch die ursprünglichen Pflanzen erkennen. Allesamt Nachtschattengewächse und ein großer Strauch mit verdrehten Ästen, an deren Blüten du erkennen kannst, dass da ein paar Beeren dran kleben, die giftig sind. Kannst du riechen. Oh, spannend. Ja, Goggelmoggel wuselt dorthin, schnappt sich einen Beutel aus ihrem Vorrat und beginnt die giftigen Beeren abzupflücken und die einzusammeln. Ja, kannst du tun. Während du das eine oder andere Mal dann vielleicht so ein bisschen Beeren leicht zerdrückst, kannst du auch spüren, wie dein Fell so ein bisschen die Farbe wechselt von rot zu weiß. Oh. Kribbelt ein bisschen. Muss ich aufpassen. Eieiei. Travigor, guck mal. Oh, ihr habt Beeren gefunden. Die kann ich doch gleich dazugeben. Nee, lieber nicht. Die sind giftig. Guck mal, was die mit meiner Fellfarbe machen. Guck mal. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Willst du auch mal auf deine Haare?
Nee, danke. Vielleicht sind sie irgendwie verschimmelt oder so. Also die vielleicht sind sie magisch. Also essen sollten wir die dann wirklich nicht. Ihr wisst nicht, was das, wie die heißen. Nee. Tut mir leid, das weiß ich leider auch nicht. Vielleicht sollten wir sie deinem Wildschwein zum Fressen geben, einfach als Probe. Sag mal, du willst wohl einen Tritt vor Schienbein. Achso, nein, das machen wir natürlich nicht. Meine liebe Ronna, die wird nicht mit giftigen Bären gefüttert. Sie kriegt nur die leckersten Sachen. Entschuldigt. Ich wollte euer Schwein nicht beleidigen. Ist auch besser so. Könnt ihr irgendwie rausfinden, was das mit den Bären auf sich hat? Ich weiß, ihr seid geübt zumindest im Brauen von irgendwelchen Schnäpsen oder so. Da könnt ihr euch bestimmt auch mit anderen Chemikalien aus, sag ich mal. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, wenn man sowas zu einer Paste matscht und jemandem draufschießt oder so, also wenn man einen Pfeil da reintunkt oder meinen Speer, dann tut das dem nicht gut. Ja, dann kriegt der weiße Haare. Jetzt fehlten mir nur noch so ein bisschen die taktische Einsetzbarkeit. Aber das kribbelt auch so ein bisschen. Hier, probier mal. Ja, reib das mal auf deine Haut. Lass das bitte. Ich würde es mit Handschuhen so eine Beere mal zerdrücken. Ja, mit Handschuhen passiert nichts. Also auch das Metall oder so fängt nicht an zu britzeln, aber kommt halt drauf an, ob du sie irgendwie auf die Haut reibst oder sowas oder isst. Riechen die irgendwie? Für dich nicht, nein. Ich würde es mal so auf den Oberarm drauf tippen mit dem Zeigefinger. Ja. Wird rot. Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint mit dem Kribbeln. Du bekommst einen Schadenspunkt. Ist tatsächlich eher unangenehm. Ja, vielleicht hattet ihr recht, Hakon. Ich spuck mal drauf und reib's wieder weg. Wieso habt ihr das getan? Goggelmoggel hat doch erzählt, dass es giftig ist. Sie hat aber auch gesagt, ich soll das mal mit den... ist ja auch egal. Das sollten wir nicht essen. Da habt ihr recht. Ja. Und hier habt ihr meine Pfanne, Herr Tavigor. Oh, vielen Dank. Wie heißt das Sprichwort? Ein Mann, der einem anderen Mann seine Pfanne gibt. Ihr kennt das Sprichwort, ne? Ja, wir haben auch ein Sprichwort. Soll ich mal sagen? Ja, bitte. Nur ein gefüllter Magen ist ein guter Magen. Hab ich mir selber ausgedacht. Das haben wir auch. Ja, das. Und da gebe ich dir recht, Goggelmoggel. Oder, ja doch, Goggelmoggel, richtig? Ja, ist richtig. Ah, perfekt. Wieder was uns eint. Also, das läuft doch hervorragend hier. Die Völkerverständigung. Ja, das Essen von Baron Tavigor ist warm, das Wasser aber auch. Also der sämtliche Geschmack kommt wohl einfach durch das Fleisch selber, was ihr gekauft habt. Es ist einfach nur warm gemacht worden und zum Glück nicht verbrannt. Und die Zelte sind halt aufgespannt, es fegt halt ordentlich der Wind rein. Ihr wisst nicht genau, wie das geht, auch wenn man die Tür, die noch in den Angeln hält, wieder ein bisschen zuschiebt, aber... Der Wind fegt da ordentlich rein. Also Zelte aufbauen geht wahrscheinlich im Wald dann doch besser, als das hier eben von dem Grenzjäger getan worden ist. Aber die Nacht ist halt nicht so angenehm. Ist natürlich besser, wenn man dann irgendwie im Stroh schläft oder natürlich in einem guten Bett. Ihr könnt regenerieren mit 1W6-3. Ist natürlich nur bei Baron Tavigo der Fall und bei den anderen egal. Und könnt dann am nächsten Morgen eure Zelte wieder abbauen, noch ein weiteres Mal zu euch nehmen und brechen. Also dann,
Der Tag ruft, es geht weiter. Wir sollten ja heute Mittag die Burg erreichen, oder? Oder ja, das sollten wir schaffen bei unserem Marschtempo. Vortrefflich, vortrefflich. Es ist nie gut, irgendwie am Abend anzukommen, wenn es irgendwie in ein Spukhaus geht oder zum dunklen Turm des schwarzen Magiers oder dergleichen. Wahre Worte. Ob hier auch wieder eine Magierin die Kreide gibt? Das wage ich zu bezweifeln, aber man weiß ja nie. Also, wir müssen diese Lanze finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Dann lass uns mal losgehen. Ab jetzt ist das Reisen auch leichter. Da ist kein Wald mehr. Ja, tatsächlich. Auch wenn dass die Natur sich den Weg zurückerobert hat im Verlaufe der letzten sowohl 3 Jahre als dann eben auch der letzten Jahrhunderte, nachdem Bergott dann gefallen ist und der Drache Alupir hier wütete, da hatte sicherlich keiner mehr Interesse daran, diese Wege zu pflegen. Aber ihr kommt natürlich besser voran als jetzt im Wald durch das Unterholz. Bis ihr nach einem halben Tag die Ruine von Burg Schwarzenfels sehen könnt, die sich dort finster auf einem dunklen und schroffen Felsen erhebt. Die Wege sind wie gesagt dicht bewuchert, aber ihr könnt erkennen, wie das Ganze wohl ja liegt auf einem hohen Felsen. Drumherum plätschert dann auch munter ein kleines Bächlein. Karrenwege sind natürlich wieder zugewachsen. Aber ihr könnt erkennen, wie zwischen den Serpentinen ein großes Zelt steht und es Geklapper von irgendwelchen Pfannen gibt. Irgendwie Metall auf Metall. Hört ihr das? So unbelebt scheint die Burg gar nicht zu sein. Die scheinen Essen zu haben. Wichtig. Könnt ihr das riechen? Ja. Wie viele riecht ihr? Wir sollten auf jeden Fall vorsichtiger jetzt sein. Kommt das näher, das Geräusch, oder? Das kommt von den Zelten, die dort stehen. Ach so. Okay. Was schlagt ihr vor? Wollt ihr da hinschleichen? Oder sollen wir einfach offen auf sie zugehen und uns freundlich vorstellen? Das wäre mir natürlich am liebsten. Also es riecht nach Fleisch für Goggelmoggel und nach zerdrückten Pflanzen. Und nach Menschen? Wenn ja. Vielen wenigen? Wenige Menschen und auch so ein bisschen Parfum. Also diese komischen Duftwässerchen, die sich die Menschen ins Gesicht spritzen, um ihren Geruch zu verbergen. Du hast das nicht so noch verstanden, warum die das machen. Oh, wir haben Essen. Fleisch haben die und Gemüsedinge. Und ich glaube, das sind Menschen aus Städten. Ein paar. Die riechen immer so wie die Menschen aus Städten. Nach Blümchen und so. Also, wer kochen kann, kann kein schlechter Mensch sein, sage ich immer. Ich würde sagen, wir gehen einfach offen auf sie zu, oder? Wenn sie es so möchten. Wenn du es so möchtest, auf jeden Fall. Gut. Aber ich würde mir dann noch mein Schild anlegen. Sicher, sicher. Goggelmoggel, vielleicht... Naja, kommt einfach mit. Früher oder später werden sie euch ja sowieso kennenlernen. Gut. Ja, wenn ihr auf die Versammlung zutretet, könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wie das Geklapper eingestellt wird und ein grimmiger Söldner hinter den Zelten hervortritt und auch er ist mit einem Schild und einem Schwert bewaffnet. Kommt er dann nicht ganz auf euch zu, bleibt dann erstmal in den Zelten stehen und nickt euch finster zu. Seid gegrüßt! Was werfen ihr mit euch? Was kann ich für euch tun? Die Zwölfe mit euch und auch Zwaffen hier. Wir kommen, um die Ruine zu besichtigen.
Na dann dürfen wir uns zu uns euch gesellen. Tretet heran, wenn ihr die Götter mit euch führt. Preis zum Gruße. Mit Preis habe ich nichts am Hut, aber Pravia ist schon ganz gut. Der Sinde. Ja, die ganzen Zwölflinge zum Gruße. Ein Goblin. Eine Goblina. Ich bin Ritter Travigo vom Erdfeuerorden. Wir haben uns der Göttin Travia verschrieben. Ja. Eure Goblin-Schniepel sind so klein, da kann ich das erst gucken, wenn ich an euch dran bin. Was? Ich hab doch gar keinen Schniepel. Ist ja, deswegen. Dumm? Gut. So, und ihr führt die Götter mit euch. Das Wappen von Travi auf der Brust. Sehr gut. Richtig. Dürfen wir den Gunst der Göttin in Anspruch nehmen und uns zu eurem Feuer gesellen? Ja, wir teilen Brot und Salz mit euch. Er steckt dein Schwert wieder weg. Sieht dann die schwielige Hand, die natürlich auch in Handschuhe gehüllt ist. Travi mit euch und der Sinde und Svanfir. Die schlage ich natürlich ein und sage... hab Dank, das wohl. Ihr kommt aus Torwall, richtig? Aus Bremen. Aus Bremen sogar. Das wohl. Vortrefflichen Schnaps habt ihr. Und wieder etwas, über das wir uns unterhalten können, denn wir haben hier eine Goblina, die hervorragenden Schnaps braucht. Oh ja, Schnaps ist das Beste auf der Welt. Er greift in seine Innentasche und holt einen metallenen Flachmann hervor, den er dann auch direkt erstmal Travigo anbietet. Hab danke. Ich würde tatsächlich den trinken, aber nicht allzu viel. Ihr könnt erkennen, wie hinter den Zelten mittlerweile jetzt zwei bebrillte Personen hervorlugen, die euch misstrauisch anblicken und dann sehr neugierig werden. Seid gegrüßt, die Herren. Sven, ist es sicher? Ja, kommt ran. Oh, eine Goblina. Und beide hüpfen, mehr als dass sie gehen, auf euch zu. Mit ihren Armen so ein bisschen leicht angehoben. Sieht ganz merkwürdig aus, fast wie Goblins. Gehen sie dann an euch vorbei und vergessen auch Travigo und Otakon. Und gehen dann mit einem kleinen Bogen um Ronna an die Goggelmoggel heran. Oh, hallo Menschlinge, grüßt euch. Sie ist so lang, guck dir die Arme an. Ja, die Arme und die Beine erst. Ich habe sehr lange Arme und Beine. Willst du mal fühlen? Sie unterhalten sich auch gar nicht mit dir, sondern eher miteinander und holen beide Notizbücher hervor und fangen erstmal an, mit so einem kleinen Kohlestift zu zeichnen und irgendwelche Dinge, die sie da austauschen. Goggelmoggel wirft sich in Pose. Beachtet sie gar nicht, die sind verrückt, die beiden. Aber sie bezahlen guten Sold. Ihr seid hier auch auf Forschungsmission? Tja, die beiden schon. Eigentlich wollten sie ja die Burg Schwarzenfels begutachten, aber sie trauen sich da nicht ran und jetzt machen sie irgendwelche Ausreden mit Pflanzen, die hier in der Gegend wachsen, die sie dann kartografieren wollen. Kartografiert man Pflanzen? Ich weiß es nicht. Sie sind die ganze Zeit am Pflanzen zerstoßen und einkochen und sie haben so Gläser, die sie einsperren. Entschuldige, ganz unbedingt. Ich habe mich euch noch nicht vorgestellt. Baron Travigo ist mein Name. Baron, so. Das ist wie ein Hetman, ne? Ja, so könnte man das sagen. Also ich habe das Sagen. Also nicht hier, sondern in meiner Baronie. Und wenn gerade kein anderer da ist, der mehr Ahnung von der Situation hat. Also, ihr könnt mich auch einfach Travigo nennen. Ja, du guckst sie ihn an, also eine fette Narbe, die durch sein Gesicht geht, als ob irgendjemand oder irgendetwas ihn mit einer gewaltigen Axt gespalten hätte und dann die Haut wieder draufgeflanscht hätte. Keine Ahnung, wie jemand so eine Wunde überlebt haben kann, aber er sieht schon ziemlich grimmig und finster aus, wie er dich da mustert und sich dann, nachdem du den Flachmann dann einmal rumgereicht hast, steckt er sich so ein kleines Pfeifchen an. Schmaucht ein bisschen und pafft. Der dann eben so ein bisschen was von einem guten Kraut rüber. Ja, also wie gesagt, die beiden sind der Sindegeweihte und bezahlen gutes Gold. Wenn ihr die Ruine betreten wollt, dann macht das wohl. Er war laut der Aussage von den beiden das letzte Mal vor ein paar Monaten jemand, aber mittlerweile sind die weg. Die haben auch geforscht?
Tja, sie haben Forschung im Vorfeld angestellt, oder wen meint ihr? Zumindest die beiden da. Die anderen waren keine Forscher, das waren die von der Metze Mersing. Oh, bei der solltet ihr auf der Hut sein. Die würde ich auch nicht in der Nacht begegnen wollen, oder auch am Tage. Aber ich denke, die Götter haben uns zu euch geführt, denn wir wollen sowieso da rein in die Burg. Das heißt, ihr könntet uns begleiten bei der Situation. Es könnte allerdings gefährlich werden. Ja, ich darf meinen Posten nicht verlassen. Solange die beiden Vögel hier draußen bleiben, werde ich genauso an ihrer Stelle bleiben. Aber kann ja sein, dass hier irgendwelche Leute vorbeikommen, meinetwegen irgendwelche Goblins oder Orks. Nein, ich bleibe, solange die beiden hier drin bleiben, draußen bleiben, bleib ich auch da draußen. Aber wir haben eine Karte. Können wir euch geben. Das würden wir gerne in Anspruch nehmen. Na, ihr müsst ihr aber wieder abgeben, ne? Also. Ja, selbstverständlich. Wenn wir wieder rauskommen. Also. Ihr kommt ja an uns vorbei. Genau, dann geben wir sie euch wieder und vielleicht können wir einige Ergänzungen anstellen. Das wäre gut.